aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Genau so ist es. Und damit herzlich willkommen erstmal zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder ein bisschen regelmäßig auch Need for Speed bringen kann. Und freue mich, dass ihr wieder dabei seid, Leute. Und was machen wir denn heute? Ja, wir gehen vielleicht wieder in die Nacht oder was? Oder machen wir heute wieder ein bisschen. Ne, wir machen heute mal wieder Tagrennen, komm. Wir nehmen das Rennen mit. Ja. Gehen da raus und holen uns natürlich jetzt erstmal die Kohle da mit rein. Zwei Rennen werden heute auf jeden Fall anstehen, das ist klar. Und mal gucken, dass wir da einfach ein bisschen Kohle holen und dass wir dann ein neues Auto kaufen und dann vielleicht ein bisschen mal tunen. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, die Leak hasst uns nicht mehr. Und die schlechte? Niemand weiß, wo Mercer ist. Klar, er ist sein Job los, aber er hat noch die Autos. Wir dürfen nicht zulassen, dass er mit ihnen abhaut. Hier kann er mit ihnen nichts mehr anfangen. Er müsste sie schon aus der Stadt schaffen. Ich habe auf dem Laptop ein paar Speditionsrechnungen gesehen. Es ist nicht viel, aber ich hab's rumerzählt. Sobald einer dieser Trucks auftaucht, erfahren wir davon. Und jetzt? Motz dein Wagen so weit wie möglich auf. Ich habe das Gefühl, wir werden ihn brauchen. Dann starten wir mal rein. Sollen wir wieder ein bisschen Kohle verdienen? Wir haben in den letzten Folgen ein bisschen viel Geld verdient. Die möchte ich jetzt auch wieder rein. Aber irgendwann angerutscht. Thank you.
gemerkt, dass ich da komplett hängen bin. Fast rein hier und rutsch in das Ding, ne? Ja, mal gucken, wie man es hat. Falsche Zeit. Streit her irgendwie. Minuten haben wir gefahren jetzt. Und dafür nehmen wir diese $45.700 mit. So. Gut. Haben wir noch irgendwas im Köcher? Da ist nochmal Apollo 10. Haben wir da mal eine Garage in der Nähe? Anscheinend gerade nicht. Oder ist das näher hier? Das ist kein Hund, sondern eine Ratte mit Halsband. Wenn du mal eine Sekunde mit diesem Köter aufhören und mir einfach zuhören würdest.
zum Teufel mit dir, Kent? So, das letzte Rennen für heute. Sie gerade. Aber keine Sorge, die Kollegen kriege ich noch von vorne. Da sind die ganzen Dinge drin. Thank you.
hier. Das Ding hier nach Hause gerockt. So. Ja, 45.700, genauso wie im letzten Rennen auch. Jetzt würde ich sagen, machen wir gleich auch Feierabend. Und in der nächsten Folge hoffe ich, dass ich dann wieder ein bisschen was mehr bringen kann, wieder ein Content bringen kann. Ich freue mich wieder, wenn ihr einschaltet, wenn ihr bei Let's Play Need for Speed und ich bin raus heute. Bis dann. Ciao.